Isaac. So, hallo, wir machen weiter. Isaac Repentance. Und wir wollen uns den nächsten Tainted-Charakter anschauen. Schlimmer als Tainted Lazarus kann es ja wohl nicht mehr werden. Also, das ist schon krass für den Greedia-Mode. Vielleicht wird es für den normalen Mode spielbar, aber für den Greedia-Mode. Uff. Okay, wir sind bei Eden angekommen. Ever-changing. Oh. Alles Fragezeichen. Alles Fragezeichen. Eden ist ja normalerweise auch der Charakter, der einfach eine random Ausrüstung hat. Das heißt, da ändert sich ja praktisch jetzt nichts. Aber scheinbar ändert sich jetzt noch mehr. Wir gucken rein. Ever changing. Also, er startet mit so einem Buch. Ist das jetzt Zufall? Yo, es ist Zufall. Er startet mit irgendwas. Okay. Okay, die Stats gefallen mir. Die würde ich so behalten erstmal. Ja, nehmen wir mit. Das nehmen wir doch mal alles mit. Auch das Baseball-Item finde ich äußerst amüsant. Ne? Gucken wir doch mal, wohin uns der Weg hier führt. So. Okay. Na dann. Räumen Sie mal auf, Mr. Greed. Wie lange bleibt der? Bleibt er den ganzen Raum über? Oder geht er auch wieder weg irgendwann? Weil für einen Greed-Mode wäre das ja optimal, wenn der einfach bleibt. Mit Delirium sage ich schon, Mr. Greed. Der bleibt einfach, ne? Der haut nicht mehr ab. Das ist ja übelst chillig. Weil ich dürfte den in jeder Ebene neu aufladen. Also in jedem, ja, in jeder Ebene neu aufladen können. 12 Dinger braucht der. Jo, was ist passiert? Ich glaube, wir haben sie eben rausgefunden, was bei ihm anders ist. Jeder Treffer verändert ihn. Und zwar alles. Die Stats, die... Ein Treffer ist wie ein D4. Wie ein kompletter Reroll. Jo, bitte, was? Gib mir mein Delirium zurück. Jo, bitte, was? Dann ist es ja egal, was für Items ich kaufe. Weil die ja eh mit jedem Treffer verändert werden. Bis zu dem Punkt, an dem ich halt sage, okay, das möchte ich jetzt behalten, ne? Dann darf ich nicht mehr getroffen werden. Wenn ich sage, okay, so wie es jetzt ist, soll es bleiben, muss ich aufpassen, dass ich nicht mehr getroffen werde. Nein! Ich habe Space gedrückt. Ich wollte Space nicht drücken. Was? Kommt jetzt der klar? Okay! Aber es kommt... Oh, Mist. Oh ja, jetzt habe ich die Perle, oder was? Ja, lol. Ja, moin. Was? Aber interessanterweise kamen die gleichen Sachen. Das möchte ich nur mal kurz festhalten. Es kamen die gleichen Sachen.
Es kamen einfach die gleichen Sachen. Das ist dann schon äußerst interessant. Lol. Aber auch das bedeutet jetzt für mich, diese Tiers werde ich nicht behalten können. Aber ich habe dann drei Items, die alle rerollt werden beim ersten Treffer. Yo! Oh mein Goodness. Alles klar. Geht das Feuer eigentlich auch kaputt mit Bumerang? Das ja. Das nein. Okay. Okay. Ja, gut. Dann gucken wir doch mal. Wenn ich getroffen werde, ist halt direkt der Reroll. Den wollen wir eigentlich nicht haben. So wie es ist, wäre es eigentlich cool, wenn es so bleiben würde, ne? Da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Jeder Treffer ist also eine immense Bestrafung. Also vor allem, wenn es gut läuft, ist jeder Treffer immens böse. Es kann natürlich auch zu einem viel besseren, zu einer viel besseren Geschichte werden, ne? Das ist das Ding. Es kann am Ende natürlich auch noch besser werden, aber so wie es gerade ist, ist es halt schon super cool. Ich möchte das so behalten, wie es jetzt ist. Jetzt noch eine höhere... Das war super knapp. Aber jetzt noch eine höhere Tiersrate und ich bin voll zufrieden. Fürs Erste. Aber du weißt ja überhaupt nicht, was du bekommen kannst. Also... Du kannst ja mit einem Reroll den Run retten und den Run komplett versauen. Das ist super interessant. Ah, nein. Oh, das war knapp. Das ist super interessant, aber auch gleichzeitig enorm kritisch. Also du hast ja noch weniger Einfluss drauf, was es wird und was du bekommst. Der einzige Einfluss, den du wirklich hast, ist zu schauen, dass du nicht getroffen wirst. Das ist das, was du tun kannst. Alles andere kannst du nicht machen. Du kannst nur schauen. Ja, moin. Du kannst nur zusehen, nicht getroffen zu werden. That's all. Sheesh. Sheesh. Na gut, dann kaufen wir jetzt wieder ein Item. Aber vorher jagen wir hier das Feuer in die Luft. Vielleicht kriegen wir ja blaue Bomben. Herzen. Eins zumindest. Wichtig und richtig. Ich werde nichts davon behalten, aber wenn ich zwei Items kaufen kann, ist das hier besser. Also, ne? Das, was ich jetzt kaufe, ist eh egal. Ist eh egal, weil ich werde ja rerollt. Deswegen kaufe ich dann lieber das, wo es mehrere Items gibt. Sonst hätte ich mir natürlich das Tiers abgenommen. Klar, aus der jetzigen Position ist zwar das Tiers ab Müll, aber grundsätzlich wäre es gut, ne? Aber so in der Geschichte, wie es jetzt ist, ich werde getroffen und ich reroll alle meine Items. Ja, dann kann ich auch direkt die Runde hier machen. Ja, ne? Weil jetzt haben wir nämlich den Quatsch hier. Und die Glass Cannon. Bruder. Ja, und da war dann auch die Geschichte vorbei. Schnell mal Herz holen. Huiuiuiui. Ach, jetzt habe ich so ein Ding, was auflädt, wollte ich sagen. Und das ist schon wieder vorbei. Da ist das Ei jetzt am Start. Oh mein Gott. Ich komme überhaupt nicht mehr klar, was ich jetzt habe. Aber jetzt ist alles schlecht. Also jetzt habe ich so den Worst Case gezogen. Damit kann ich ja gar nichts mehr anfangen. Oh boy. Also wenn man mal krass drauf ist, sollte man echt schauen, dass man nicht mehr getroffen wird. Oh je. Dieser ständige Wechsel ist hier richtig böse. Aber ich würde jetzt gerne natürlich
noch einmal in den Shop kommen. Wir könnten nämlich nochmal zweimal ein Item kaufen. Und je mehr Items wir haben, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir was Schlechtes rerollen. Okay. Also dann ist es auch egal, wirklich Items zu nehmen oder nicht zu nehmen. Ich habe einfach den Reset-Button. Willst du mich veralbern? Wie funktioniert denn der? Wenn ich jetzt R drücke, resette ich einfach alles, oder wie sehe ich das? Das ist jetzt wieder... Das ist dann jetzt so ein Run, wo man einfach, wo man einfach ganz viele Items kennenlernt. Cool. Aber so komme ich jetzt, also das schaffe ich jetzt halt auf gar keinen Fall. Dann probieren wir mal den R-Button aus und gucken, was passiert. Ah ja. Also man startet einfach wirklich am Anfang wieder. Ich hätte den eh nicht behalten. Beim ersten Treffer wäre der weg gewesen. Also ich musste mal ausprobieren. Ne? So ein Ding ist das. Im Normalfall sollte man den natürlich nicht wegwerfen und erst zum Schluss einsetzen. Mir ist schon bewusst, wie man den nutzt. Aber hier, wie gesagt, war es jetzt einfach mal... Ja, moin. Die Bombe aus dem, was wir vorhin gesammelt haben, ist jetzt ja natürlich eine coole Geschichte. Ja, cool. Interessant. Kriegen wir noch ein Item zusammen? Ist doch schon mal was. Ah, das würde ich auch... Oh Mann, das würde ich gerne behalten, weil das so schön den Raum cleart. Und man kann damit schön den Geheimraum suchen. Da ist er nicht. Da ist er nicht. Hallo? Nice. Ach, mehr Gegner. Achso, aber dann kann er hier ja auch nicht sein. Ja gut, dann ist er... Ah, ja, ja, klar. Die Räume gibt es auch noch. Ja, aber das wird jetzt halt nichts, weil... halt nur das eine Herz habe. Da müsst ihr jetzt schon sehr großes Glück haben, dass das funktioniert. Kommt überhaupt keinen Haufen mehr. Was ist denn jetzt los? Meine Haufen haben mich verlassen scheinbar. Hallo? Kommt halt echt keiner mehr. Oh Gott! Ja. RIP. Okay. Den setzen wir gleich mal ein. Vielleicht bleibt das Viecher dann... Da. Kein Viech. War vielleicht nicht die beste Idee, den einzusetzen. Oder funktioniert der jetzt wieder anders?
und nicht wie in der Challenge. Ah, wahrscheinlich funktioniert der jetzt wieder so wie normal und nicht wie in der Challenge. Ja, ich bin blöd. Never mind. Ich bin doof. Ist okay. Ist okay, ich bin doof. Lasst mich. Okay. Halo wäre natürlich nice, wenn man am Leben bleiben würde. Also, wenn man es behalten würde. So rum wollte ich das eigentlich sagen. Dann wäre Halo nice. Genau, jetzt habe ich den nämlich gefangen. Jetzt kann ich ihn einsetzen. Und so kommt der jetzt erst raus. So funktioniert dann normalerweise der Pokéball nicht so wie in der Challenge. Aber in der Challenge war er cooler. Jetzt kommen nur so kleine Viecher hier raus. Ja, voll der Quatsch. Aber ich meine, er war halt aufgeladen, dann nutze ich ihn auch. Aber auch der ist jetzt so halt sofort kaputt. Da wird der Pokéball besser für. Da wird der Pokéball viel besser für. Ich versuche mal den Pokéball aufzuheben für den Farbdings. Genau. Ja, nice. Ach ja, ich wurde getroffen und damit ist vorbei. Wird kritisch. Ja, so viel dazu. Scheinbar scheint aber die Energie eine Weile zu bleiben, also weil die ging jetzt nicht so runter. So krass. Das ist ganz gut. Meine normalen Schüsse sind halt schon wieder vorbei. Alter. Was hab ich denn da jetzt? Ach, Dead's. Ja, moin. Dead's Key. Ja, cool. Ja, so schnell wird man seine Energie dann auch wieder los, ne? Ja, okay. Huh. Jetzt kann ich mit denen immer noch nicht kaufen. Aber vielleicht gleich. Nice. Ist halt jetzt im Moment cool, aber Problem ist halt, wie gerade auch, es bleibt ja nicht. Wenn ich getroffen werde, ist er schon wieder vorbei. Wow, das sah jetzt aus, als ob er den gespawnt hätte, aber es war einfach der zweite Boss, der aufgehört. Oh Gott, es sind gleich zwei davon. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Das ist gut. Ich wollte noch stehen bleiben. So langsam. Oha. Fühle ich das Ding? Oh, wir haben direkt einen Schlüssel. Oh, mehr Knochen-Items. Oh, das ist dann so Zeug, ne? Da hast du so geile Ausrüstung und musst sie abgeben, weil du getroffen wirst. Das ist echt kritisch dann. Okay, wir brauchen dringend Schutz. So wie es aktuell ist, kann der die kaputt machen. Schade. So wie es aktuell ist, wäre es wirklich cool, wenn wir das behalten könnten.
Außer das Spacebar-Item, das kann sich gerne weg. Wait, dann kann ich gar nicht da durch. Ich kann gar nicht da durchlaufen. Ich werde ja gezwungen zu wechseln, wenn ich da durchlaufe. Uff. Das ist ja belastend. Jetzt gucken wir mal. Also. Wir haben ziemlich coole Sachen, muss ich sagen. Ich meine, solange ich nicht getroffen werde, behalte ich alles, wie es ist. Das ist ja dann cool. Das Problem ist halt, ich werde getroffen werden. Irgendwann. Aber ich will dich, also bei der Ausrüstung will ich echt nicht getroffen werden. Moin, moin! Ja. Aber trotzdem, trotz dass ich getroffen wurde, es kann ja auch besser werden. Das ist ja das Ding. Es kann am Ende ja auch besser werden. Es muss ja nicht schlechter werden. Unwahrscheinlich, so wie wir es gerade hatten, echt unwahrscheinlich, dass es besser als das wird. Aber möglich. Jetzt gerade nicht, ne? Jetzt gerade ist es relativ normal, was die Schüsse angeht und so. Yo. Deswegen jetzt auf jeden Fall wieder auf die 7er Items gehen. Weil das halt am sinnvollsten ist. So, das ist ganz, ganz logisch, ist ganz klar. Wie oft will der eigentlich der erste Boss sein? Jo, okay. Jo, okay. Können wir das behalten? So viel dazu. Was habe ich denn jetzt? Ah. Gott, ich werde so oft mir wünschen, etwas zu behalten und dann darf ich es einfach nicht behalten. Oh Gott, das wird... Oh, das wird so kritisch. Aber auch interessant. Aber auch kritisch. Bin hin und her gerissen. Was ist eigentlich die... Ach, das war das. Ah, das war das, dass der Körper abgeht und ich habe den noch... Yo, das ist eigentlich voll geil. Das ist eigentlich voll geil für Greed Mode. Oh Gott, können wir das behalten? Ich werde das jetzt immer wieder sagen, können wir das behalten? Das wird nicht mehr aufhören. Stellt euch schon mal drauf ein, danke. Stellt euch da schon mal drauf ein. Am meisten wird es mich ärgern, wenn mich irgendwas ganz Kleines trifft. So was, was komplett unnötig ist und das mich dann zurücksetzt. Das wird mich am meisten ärgern. Das weiß ich jetzt schon. Aber letztendlich bedeutet das, ich werde selbst Items einsammeln, die ich nicht einsammeln würde. Einfach nur, weil es ja effektiv... mithelfen. Warum nein, nicht zwei Körper, wenn ich das zweimal auflade? Das wäre ja super cool. Wenn wir gleich wissen. Vielleicht, wenn wir es gleich wissen, wenn ich nicht vorher getroffen werde. Das ist natürlich das Ding. Darf jetzt nicht getroffen werden, sonst werden wir das nicht erfahren. Ja, es kommen zwei Körper. No, nö, doch nicht. Doch. Oh, das war super knapp. Lass dich doch nicht treffen, Junge. Du bist doch jetzt genau richtig, so wie du bist.
Also das heißt genau richtig, auch da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Aber die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind schon mal enorm gut. Nein, 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 nein. Okay, nice. Ich gehe jetzt natürlich auch nicht raus, weil jetzt sind ja die Körper hier. Die werden ja gleich sich um die Bosse kümmern können. Ja, genau so nämlich. Genau so. Ja, geil. Ja, geil. Wir dürfen nicht mehr getroffen werden. Wir dürfen nicht mehr getroffen werden. Ich will das genau so behalten. Die Schere ist ja insane für den Modus. Die Schere ist ja großartig für den Modus. Oh mein Gott. Ja, klar, dass ich es nehme. Aber Problem ist, ich werde es verlieren. Das ist das Problem. Ich werde es verlieren, wenn ich getroffen bin. Och, Mann, nein, ich will das niemals verlieren. Wait, dann darf ich jetzt auch nicht hier reingehen und da Herzen holen, ne? Das darf ich nicht. Herzen holen, Quatsch. Ich darf nicht Dings holen. Das meine ich. Hier. Ist hier eine Bombe? Nein, okay. Ich darf nicht Herzen opfern. Ich weiß nicht, ob es sich auswirken würde. Ich werde es aber nicht testen. War es jetzt sinnvoll, das zu nehmen? Ja gut, es war egal, das zu nehmen, sagen wir es so. Es war egal, das zu nehmen. Okay, würde ich jetzt gar nichts nehmen im Moment und weitergehen. Ey, wir dürfen nicht mehr getroffen werden. Wir brauchen irgendwas, was uns konstant schützt. Keine Ahnung. Ja, nee, lass mich in Ruhe. Irgendwas, was uns konstant schützt. Und diesmal kann ich nicht hier erst durchgehen, weil klar, dann würde ich getroffen werden und dann ist wieder vorbei. Ja, nee, hier kann ich jetzt auch nicht reingehen. Das lassen wir schön bleiben. Okay, das muss ich jetzt nachgucken. Ob Tainted Eden schon was hat. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, da ja diese Dinge, Bloodbirth, immer was ist, was zum Charakter passt, wäre, man behält das, was man jetzt hat. Das wäre das, was ich mir für Tainted Eden wünschen würde. Mal gucken, ob es implementiert ist und ob es überhaupt was Brauchbares ist. Wahrscheinlich ist es noch nicht mal implementiert. Also, Tainted Birthright. Habe ich Bloodbirth gesagt? Ich meinte natürlich Birthright. Tainted Eden. Ich hatte recht! Items taken before Birthright no longer get rerolled when taking damage. Wir behalten alles, was wir jetzt haben. Oh mein Gott. Wir behalten das, was wir jetzt haben. Und wahrscheinlich erst das, was dann danach kommt, wird rerollt, kann rerollt werden oder so. Wahrscheinlich hätte man da sogar... Nee, ist viel zu riskant zu warten. Ist viel zu riskant zu warten. Ich wollte sagen, vielleicht hätte man da sogar warten sollen, bis man die nächsten Items hat und es dann am Ende der Ebene machen. Aber nein, ist viel zu riskant. Ist viel zu riskant, die Schere zu verlieren, das Sacred Heart zu verlieren. Viel zu riskant. Ich behalte es. Oh mein Gott, yes. Jetzt hätte ich nämlich alles verloren. Jetzt hätte ich alles verloren.
Scheiße. Aber was scheinbar passiert, was mir auffällt, ist, dass der Dings weggeht, wenn man getroffen wird. Die Dinger, die ich raushaue, haut's weg. Die von der Schere kommen, ne? Meine Kollegen, die mir helfen sollen, die haut's weg. Also das Item behalte ich, aber den Effekt behalte ich nicht. Das ist auch interessant. Okay, dann kann ich jetzt eigentlich sogar hochlaufen. Effektiv ist ja nichts Schlimmes passiert. Nichts, weshalb wir im Raum bleiben sollten, meine ich. Okay, Schlüssel. Und alles, was jetzt kommt, wird wahrscheinlich wieder rerollt. Ja, damit muss ich leben. Damit muss ich leben, dass es dann rerollt werden kann. Damit muss ich dann leben, okay. Gut, mehr kann ich hier nicht tun. Der Homing-Effekt ist natürlich jetzt nicht ganz so krass, weil wir halt durch den Wurf keine so krasse Range haben, ne? Aber insgesamt ist es schon ganz cool. Oha! Was ist weiterhin rerollt, sind meine Stats übrigens. Habe ich auch gerade gesehen. Meine Stats rerollt weiterhin und so. Und auch so Trinkets rerollt zum Beispiel. Na, das rerollt alles noch. Aber was wir halt behalten, ist wie gesagt so Sacred Heart und sowas. Das ist cool, dass wir das behalten. Wir haben jetzt fast lieber, wir würden normal schießen ohne diesen Effekt zusätzlich. Aber was willst du tun? Ach, da oben ist er. Komm, Engelraum. Ja. Überschreiben die Sensen Monstros Lungen? Überschreiben die Sensen Monstros Lunge? Also hier ist Monstros Lunge. Da sind die Sensen. Oh, nee, es kombiniert sich allerdings. Es kombiniert sich. Aber ist mir das zwei Herzen wert? Und ist mir das wert, in keinen Engelraum mehr zu können danach? Das ist jetzt schwierig. Was passiert denn da am Rand mit meinen Stats gerade? Was war das denn? Habt ihr es gesehen? Ach so, das ist der Wurmeffekt. Das ist der Wurmeffekt. Never mind, das ist der Wurm. Ich meine, ich habe danach noch zwei Herzen. Das Problem ist aber, es wird halt im Zweifel rerollt, wenn ich getroffen werde. Whatever. Juhu, alles klar. Ach, die gehen da immer noch nicht kaputt. Ja, gut. Ich dachte, die gehen kaputt. Gut, dann holen wir uns das HP ab wieder. Sehe ich. Jetzt wäre ich wieder an dem Punkt, wo ihr sagt, ich soll da reingehen. Aber ne, hier jetzt in dem Modus ist es, glaube ich, echt dumm. Ich glaube, in dem Modus sollte ich es nicht tun. Deswegen HP ab und raus.
Ich hoffe, ihr seid da bei mir. Ich hoffe, ihr seid da mal bei mir. Okay. Na, ich habe das verstanden, dass ich die Dinge mir holen kann, wenn HP ab und so ist. Hab ich durchaus verstanden. So ist es nicht. Jo, alles klar. Aber wie gesagt, jetzt in der Situation möchte ich ja nicht, dass rerollt wird. Auch jetzt, ich möchte nicht die Sensen rerollt lassen. Ich denke, wenn ich es richtig verstanden habe und richtig gelesen habe, dann hat die Aussage ja bedeutet, dass alles, was ich vorher eingesammelt habe, nicht mehr rerollt wird. Alles, was danach jetzt kommt, kann immer noch rerollt werden. Na, und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das hier behalten. Aber ich sehe schon kommen, dass ich das nicht behalten werde. Dafür werde ich einfach doch zu schnell getroffen. Und was auch immer. Ja, von solchen Geistern. Von solchen Geistern zum Beispiel. Wo ich nicht mal sehe, ob die irgendwo auftauchen. Und dann mich einfach wegschnackeln. Ah, die würde ich schon gern behalten, diese Sensen. Ja, so viel dazu. Genau, jetzt ist das nämlich weg. Seht ihr? Jetzt hat es aber auch mein Spacebar-Item. Oh, ich verstehe. Ich hätte den Coin nicht einsammeln sollen. Ich verstehe den Zusammenhang. Shit. Ich hab die Schere nach Dings nochmal eingesammelt. Und dabei habe ich mir den... Ja, okay, ich verstehe den Zusammenhang. Aber es ist nicht ganz so schlimm, weil wir haben es ja auch gesehen, wenn ich getroffen werde, dann ist eh vorbei. Ja, das ist jetzt dumm. Das ist jetzt dumm. Jetzt ist die Schere wieder weg für immer. Ach, Kacke. Ah, das ist blöd. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Na gut. Ja. Oh, jetzt ist meine Tiersrate richtig weit unten und es dauert, bis ich schieße. Ah, das ist auch ein bisschen blöd. Dafür ist mein Damage enorm hoch. Alles seine Vor- und Nachteile. Ah, ich konnte noch nicht schießen, verdammt. Das Schlimme ist, du kannst in dem Modus die Tiersrate wieder komplett nach oben bringen und mit einem Treffer ist sie wieder unten. Das ist das Schlimme. Also du bist nie sicher vor Statusänderungen. Ja, so viel dazu. Jetzt ist die Tiersrate wieder besser. Da ist der Damage wieder schlechter. Aber lieber ist mir die Tiersrate besser, dass ich öfter schießen kann. Eieiei. Shit. Oh Gott, meine Energie. Was ist jetzt passiert? Ach du Schande. Das ist auch das Nächste. So, die Energie kann plötzlich von einem auf dem anderen Moment ganz weit unten sein. Ah, dass ich die Schere verloren habe, war dumm. Aber das war was ich lernen muss. Dass ich nach dem Birthright, sollte ich es jemals wieder mit Eden bekommen, dass ich danach nicht mal so das Item wechseln darf, was ich davor hatte. Weil es dann als neu eingesammelt zählt. Das war richtig dumm. Aber das konnte ich halt echt nicht ahnen. Das ist auch so eine Sache, die man nur einmal macht, ne?
Ah, shit, ey. Und vor allem das Problem ist, ich habe jetzt ja einen Engel-Deal gemacht, einen Satan-Deal gemacht. Ich krieg ja jetzt nichts mehr und ich habe von dem Satan-Deal nichts mehr. Außer, dass ich ein zusätzliches Item jetzt rerolle. Das ist echt doof. Na. Na, was willst du tun? Ja, natürlich. Spiel so, hey, du wolltest die Sensen. Hier, nimm sie nochmal. Ich verliere sie halt wieder, wenn ich getroffen werde. Ich brauche die. Es bringt nichts, die jetzt nochmal zu nehmen. Das ist kompletter Quatsch. Nee, ich werde sofort getroffen. Ich habe im Moment auch kaum Schutz. Nee, 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 das ist kompletter Quatsch. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ah, nicht lief. Dass ich die Schere verloren habe, war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ace of Hearts. Hier ist nichts, was das verwandeln könnte, ne? Aber ich habe noch den. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe noch den Stompy-Effekt, gell? Genau. Dem hat sich nichts geändert. Für den Immortal Friend würde ich mich normalerweise freuen, aber auch der ist jetzt halt gleich weg. Wenn ich Pech habe. Knochenherz ist cool. Bin gerade was am Überlegen. Wird dieser Knochen um mich rum größer mit BFF? Dann würde ich es probieren wollen. Yes. Sehr gut. Gucken wir jetzt mal, was hier so abgeht. Ja, so viel dazu. Kann ich eine Guppy-Verwandlung machen, wenn ich Guppy ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das gerade gut. Wenn wir das behalten... Bitte nicht mehr treffen lassen jetzt. Bitte nicht mehr treffen lassen. Ich möchte das hier, genau das hier möchte ich gerne behalten. Ist das möglich? Scheiße. Ja. Ja. Oh, ihr müsst ganz schnell weg. Ich hasse euch. Sehr schön. Du kannst mich mal roll irgendwo hin, aber nicht zu mir. Tschüss. Wir bleiben hier, wir bleiben in dem Raum. Das war nicht der Boss. Oh, nicht ins Feuer. Oh, ich wäre fast ins Feuer gelaufen. Mach dich weg.
Das ist halt gerade fast so geil wie die Sensen. Das ist halt gerade fast so geil wie die Sensen, ne? Okay, die blauen die Herzen nehmen wir mit. Das Damage-Up würde ich aber auch mitnehmen. Das ist ein Damage-Up. Das nehmen wir mit, auf jeden Fall. Okay, Schlüssel. Wir waren noch nicht im Itemraum, ne? Ja. Passt. Das ist Dead's Key. Der nützt mir jetzt nichts mehr. Ich nehme ihn kurz an mich. Für zusätzliches Item zum Rerollen. Aber ich glaube, das Rerollt auch... Ich glaube, das zählt gar nicht, als man hatte das Item dann mal gehabt, oder? Ich glaube, das zählt gar nicht in der Art und Weise, wie ich das jetzt gemeint habe. Das kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Okay. Dann gibt es jetzt nur noch eine Ebene für uns. Also vor der letzten Ebene natürlich. Behalte ich die Viecher, solange sie nicht kaputt gehen? Wäre cool. Würde ich mich freuen. Behalte ich euch? Oder verliere ich euch jetzt? Nein, ich nehme sie mit. Sehr schön. Solange sie nicht kaputt gehen. Ach nee, doch nicht. Okay. Nee. Da ist nochmal ein HP ab zum Snacken. Soll ich nicht sagen, Entschuldigung, ich werde es nie wieder tun. Okay. Ist die Plopia? Nee, ist was anderes. Okay, gucken wir, wie es läuft. Ich habe ein bisschen Bedenken. Ah nee, ich hasse das. Die ersten direkt kann ich schon wieder nicht treffen, weil die nicht aufgehen. Die werde ich dann nicht los so schnell. Das ist das Problem. Na, getroffen. Schade. Okay, jetzt kann ich nur hoffen, dass die Sankt... Okay, die Sankt, die gekommen sind, sind auch okay. Damit kann man arbeiten. Aber nicht so geil wie das, was wir vorher hatten. Und neuer Treffer. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder fast die alten Sachen. Das ist doch okay. Mist. Jetzt haben wir wieder das. Was habe ich gedrückt? Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Aber das Problem ist... Um hier rauszukommen, muss ich jetzt getroffen werden. Ich hab dieses... Wegen dem Trinket. Ich sehe es jetzt erst. Das ist das Spacebar-Trinket, was mich... Oh nein, ich hasse dieses Trinket, ne? Das Trinket war schuld. Scheiße. Aber es wird jetzt eh rerollt. Dann kann ich es auch behalten. Ja. Ach, so ein Müll. Was haben wir jetzt aktuell? Ja, okay. Damit kann man leben. Zum Glück behalten wir das Sacred Heart die ganze Zeit. Das ist schon sehr gut. Aktuell kann ich jetzt nichts tun. Boah, aber es ist... Es bleibt spannend. Nicht schon wieder die Dinger. Die müssen ganz schnell weg. Ja, Mist. Ja, Mist. Doppeltreffer hier einfach. Wieso lädt sich mein Spacebar-Item gerade nicht auf? Was ist da jetzt kaputt? Also, Real Talk? Warum hat es gerade keine Lust? Scheiße.
Habe ich den jetzt wieder gesammelt? Oh, der schießt jetzt konstant. Ich habe dieses Schildding. Ah, ich verstehe. Das ist aber eigentlich sogar ganz cool, wenn ich jetzt nur die Viecher loswerden würde hier, die kritisch sind. Okay, komm hoch, Schild. Ja, Schild, sag schon. Zielerfassung, Dings. Das ist eigentlich ganz cool. Vorsichtig. Aber die Energie, die ich jetzt halt nur noch habe, ist nicht cool. Die Energie, die ich jetzt halt noch habe, ist nicht cool. Ich muss jetzt das HP abkaufen, auch wenn ich es eigentlich nicht kaufen wollte. Aber ich kann halt durch den Reroll wieder noch weniger Energie haben. Das ist das Problem. Ah, scheiße. Aber es muss sein. Es hilft ja nichts. Ah, so ein Käse. Aber dass man ständig schießt, ist natürlich schon gut. Problem ist halt, ich werde nicht so schnell treffen alles immer. Oh, nee. Jetzt wird's richtig böse. Ja. Da kam der Reroll und ich habe meine Herzen komplett verloren. Okay. Das wird sehr interessant. Das wird sehr interessant. Wir waren enorm weit. Wir waren enorm weit. Ah, ich hätte... Ich glaube, der größte Fehler war die Geschichte mit der Schere. Die hätte ich behalten müssen. Und die hätte ich behalten können. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Die hätte ich behalten können. Birthright, übelst gut. Birthright plus Eden... Übelst gut. Da müssen wir jetzt erstmal wieder hinkommen. In die Geschichte hier. Das wäre machbar gewesen. Das wäre machbar gewesen. Das habe ich verschenkt. Das habe ich verschenkt. Aber wir haben jetzt mal eben uns angeschaut. Nächsten Part, neuer Versuch. Danke fürs Zuschauen und tschüss.